Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin gerade runtergekommen, noch total ungeschminkt. Ich habe versucht, ein bisschen länger zu schlafen. Hat nicht geklappt, warum auch immer. Ich lag da gerade und habe mich nur gewälzt. Ja, und jetzt komme ich runter und hier liegt was, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und ich habe Angst, das aufzumachen. Ja, ich habe überhaupt nicht gedacht. Also das sind die Geschenke von Gitte und von Saskia, die mache ich später auf. Und hier guckt gerade einer, gespannt zu, wie ich aufmache. Soll ich das Große zuerst aufmachen? Er hat es irgendwie klammheilig, heimlich, keine Ahnung, wie das geschafft hat. Ich habe mir ein Geschenk noch. Oh! Nein. Nein. Eine neue Kamera. Oh. Danke. Sie funktioniert auch, ich habe ausprobiert. Wann hast du geschafft, die überhaupt zu kaufen? Du warst doch die ganze Zeit zu Hause. Im Internet. Aber die wurde, wann wurde die denn geliefert? Wo man drauf das Effekt mit dem Trappi abgefallen. Oh! Leute, ich habe eine neue Kamera gekriegt. Akku blinkt. Ja, ich musste den Akku austauschen. Da, der Heimlich-Tour hat das irgendwie geschafft, mir eine neue Kamera zu besorgen. Ja. Und was ist hier drin? Auch was dazu. Auch was dazu? Ja. Die Speicherkarte wahrscheinlich? Ja. Oh cool, gleich 64er. Ja. Also das fängt ja schon mal gut an. Eine neue Kamera. Ich muss dir ja mit ein bisschen benehmen, damit du ungefähr die Hälfte kannst. Nee, ja. Eine neue Kamera. Ja. Meine Hände zittern. Oh Mann. Kannst du auch ein Objektiv austauschen, ne? Du dazu. Oh cool. Jetzt muss ich mir erstmal die angucken und frühstücken. Die anderen Geschenke packe ich später aus. So ihr Lieben, leicht gestärkt. Die Hände zittern nicht mehr. Dirk macht gerade da, guckt sich die Kamera noch genauer an, damit er mir erklären kann, wie das Ding funktioniert. Erstmal Prost, ich habe meinen Cappuccino. Ja und jetzt? Ich ja, kann jetzt nicht anfangen mit Haushalt und weitermachen, Kuchen und so, weil die Geschenke hier liegen und nach mir ganz laut rufen. Ich dachte, ich mache die Geschenke auf. Als erstes das, was als erstes auch gekommen ist, und zwar das von Gitte. Hier ist total süße Karte. Liebe Irina, genieße den Augenblick, bleibe wie du bist, sei mutig, glaube an die Liebe, mach dir keine Sorgen, sei dankbar und umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. Ich wünsche dir von Herzen ein wunderschönes neues Lebensjahr und sehr viel Gesundheit. Bleib so liebenswert, lustig und verrückt, so bist du richtig. Alles Liebe wünscht dir Gitte. Das ist so süß. Ja. Ja. Und jetzt machen wir die Geschenke auf. Ich mache das Große zuerst. Es sind 4 Stück. Also die ganze Kiste war ja voll mit Geschenken, ne, für alle, für die ganze Familie. Und die eingepackten Sachen, die sind für heute. Also ich bin jetzt einfach gespannt. Ich lasse das einfach mal auf. Was das alles ist. Das Papier fliegt einfach auf den Fußboden. Oh, oh. Von Herzen einmal Milka. Was ist das? LED-Glückwunschlicht. Happy Birthday. Oh, wow. Ich habe einen Schnippschnapp hier. Muss ich jetzt das mal aufmachen. Ui. Moment, ich hole das Teil raus. Das ist doch schön. Guckt euch das an. Alles Gute zum Geburtstag. Oh, das stelle ich auf den Tisch nachher auf jeden Fall mit dazu, wenn wir Tee trinken. Oh, das ist doch toll. So, das nächste. Bin gespannt. Ach, Gitte hat gut aufgepasst, dass mir die Lindor-Pralinen so gut gefallen, und zwar die roten. Guckt mal. Ich habe die roten Pralinen gekriegt von Lindor. Oh, das ist echt sehr toll. Ja, das
Oh, das habe ich mir schon gedacht. Vom Fühlen her, ich kann jetzt wirklich die nächsten, ich glaube, mindestens 2 Jahre jeden Tag baden gehen, was mich sehr freut. Hier sind nämlich 4 verschiedene Badezusätze von Kneipp, von Dresdner Essenz, von Titelsepp und von Kneipp nochmal. Kaminknistern, Apfel, Hagebutte, Kardamom. Dann Meersalzerkältung, das passt auch sehr gut. So gemütlich, Badeschaum, wärmend und einhüllend. Safran, Hafer und Sandelholz. Also das hatte ich noch nicht. Das sieht sehr interessant. Gibt es hier Duftproben? Ja. Oh, das riecht gut. Und hier verwöhnendes Creme-Öl-Peeling. Kamelie und Argan. Aha, das ist jetzt ein Peeling, kein Bad. Aber das ist auch schön. So, die letzte Verpackung von Gittel. Trommelwirbel. Ich bin sehr gespannt. Es fühlt sich nach einer Flasche an. Ja, das ist auch eine Flasche. Oh. Tiefenpflegeserum. Bodylotion Rosenblüte von Nivea. Na, wie schnuppert das jetzt? Oh ja, das riecht gut. Und ich brauche momentan wieder neue Bodylotion. Oh, lieben, lieben Dank. Das ist echt, das ist, ja, toll. Ich freue mich. Ganz, 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 ganz großen Dank. So, und jetzt kommt das von Saskia. Und hier ist sogar schon auf dem Karton Happy Birthday drauf. Jetzt bin ich gespannt. Also die letzten Jahre hat Saskia mir immer wieder ganz viele tolle Sachen geschenkt. Die waren... Oh, das ist ja eine Schere, die will gar nicht. Die Schere will nicht. Die ist stumpf mittlerweile. Glaube ich. Ja, das sind, wie Saskia das immer macht, ganz, ganz viele einzeln verpackte Geschenke. Und sogar wie jedes Jahr auch. Das ist so toll. Ich finde das immer so süß. Für unsere Katzen was. Guckt mal, das kriegen gleich Carlos und Chef. Oder gleich vielleicht nicht, wenn Isabel wieder da ist. Die spielt dann sehr gerne dabei noch mit den Katzen. Das ist doch... Ja. So, und jetzt sind hier mehrere kleine Geschenke. Eine Karte. Du süße Maus, von Herzen wünsche ich dir alles Liebe zum Geburtstag. Ganz viel Freude beim Auspacken. Hab dich lieb, Sassi. Oh, danke. So, und jetzt, ach, guck mal, das ist ja richtig schön verpackt. Jetzt reißen wir das Ganze auf. So, das erste Päckchen enthält ganz viele Sachen. Ah, von Gefro. Genau, da habe ich aber schon länger nicht mehr bestellt. Das passt ja wunderbar. Von Gefro so ein ganzen Päckchen. Salatdressing, Gartenkräuter. Dann Suppenpause, gute Beete. Aha, rote Beetesuppe. So eine zum Anrühren. Dann Salatwürze nochmal in einem anderen Tütchen. Soße zu braten. Und, Moment, Nase juckt. Brühe, klare Suppe, Universalgewürz. Ja, das hatte ich auch vor kurzem noch. Jetzt ist es alles aufgebraucht. Also passt das schon wunderbar. Dankeschön. Weiter geht's. Aha. Oh, Hydrogel-Augenpads und Tuchmaske. Das ist ja toll. Guckt mal. Das nächste. Das ist immer so spannend, weil das immer so viele kleine Päckchen sind. Jedes einzeln aufzumachen. Ich freue mich wie so ein kleines Kind, muss ich sagen. Was ist das? Parfüm. Parfüm? Parfüm kostet doch so viel Geld. Hier ist ein Parfüm richtig in diese Plop-Tüte eingepackt. Spirit.
Oh Mann, guckt mal. Ich muss das jetzt schnuppern. Ich muss das jetzt einfach mal schnuppern. Ach, das ist doch wunderschön. So, jetzt schnuppern wir mal. Oh, das riecht gut. Das riecht wirklich gut. Oh, das freut mich aber. Das ist echt schön. Zink, Holunder, Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C und Zink. Holunderbeergeschmack. Das ist wie so ein heiß und kalt ein Genuss, so Tee. Wenn man erkältet ist vor allem, ist das richtig gut mit Zink und Holunder. Okay, jetzt kommen die größeren Sachen. Fühlt sich an wieder wie eine Flasche. Ist auch eine Flasche. Saskia hat alles, was so Flaschen ist, extra noch in diese Plopfolie reingetütet. Damit das nicht ausläuft oder kaputt geht. Oh, das ist ja süß. Isana Duschgel Limited Edition. Ui, guckt mal. Was für ein süßer Igel. Und jetzt muss ich gucken, wie das schnuppert. Hier hat sie das auch mit Klebeband zugemacht, damit das nicht aufgeht. Oh, das ist ja sehr, sehr vorausschauend. Oh ja, das riecht gut. Und das passt. Gerade kommen ja die ganzen Igel raus. So, nochmal irgendeine Flasche. Garantiert auch wieder in Plopfolie. Denn Raffi kann gleich ploppen. Der macht das gerne. Aha. Nochmal in Plop. Summer Vibes. Limited Edition Duschgel mit Wassermelone und Minze. Jetzt noch das Ding. Ich muss den Arm weghalten, weil das dann doch ziemlich sehr nach dem Parfüm schnuppert. Ich will ja das hier riechen. Oh ja, Wassermelone. Total lecker. So, das letzte Päckchen. Ja, ich kann baden ohne Ende. Dresden Essenz und bei Titisep. Hier, Tag am Meer, Pflegebad mit Sommerduft und pflegendem Kokosöl. Hier schnuppern. Aha, das riecht gut. Hier habe ich euch gar nicht gezeigt, ne? Eine Portion Liebe, verwöhnendes Badesalz, Chardonnay-Traube und Johannisbeere. Mhm. Oh, das ist auch gut. Und hier, Happy Flamingo, pflegendes Schaumbad, exotischer Früchteduft. Das sieht ja lustig aus. Guckt mal. Ja, das sind jetzt die Geschenke. Ich bin total baff. Schon wieder so viel. Aber ja, ich kenne das von Saskia nicht anders. Das ist so süß, Saskia. Das ist echt viel, viel zu süß. Echt auch viel zu viel. Aber ich freue mich riesig. Also so richtig, richtig riesig. Über beide Geschenke. Auch über die von Gitte, also dies hier, das ist doch, ja, das ist doch einfach nur toll. Das ist richtig toll. Das landet auf dem Tisch, wenn ich den, ja, ich muss jetzt noch ein bisschen arbeiten. Wenn ich den Tisch gedeckt habe, wird das auf jeden Fall in der Mitte landen. Als, ja, Dekoration. Und die Karten, die bewahre ich natürlich auf. Das ist die vom letzten Jahr und vom vorletzten Jahr. Habe ich auch alle Karten, auch das von Rosemarie und auch von wem aber, ja, von Saskia sowieso, ist klar, aber auch von den anderen. Ich habe ja nicht ganz so viel bis jetzt, aber ein paar Geschenke habe ich doch im Laufe der fast 4 Jahre gekriegt. Und alle eure Karten bewahre ich auf, das ist schon mal klar. Ich ploppe jetzt hier ein bisschen. Ja, ihr Lieben. Das war jetzt fürs Erste das. Ich konnte nicht abwarten. Ich kann jetzt nicht arbeiten. Jetzt kann ich arbeiten gehen. Irgendwas erledigen, was noch zu tun ist. Vorher haben mich die Geschenke da auf den Tisch angestarrt und haben gerufen, mach uns auf. Also habe ich die jetzt aufgemacht. Mit der Kamera befasse ich mich später. Also wenn ich jetzt anfange, mich mit der Kamera zu befassen, dann ist der Tag gelaufen, dann bin ich nur damit im Gange und ich habe hier einiges noch zu tun. Deswegen, ja,
Ich nehme euch ein bisschen mit weiterhin. Ich muss aufräumen, ich muss putzen, ich muss Borsch kochen. Wenn ich die Dips mache für morgen, nehme ich euch in Echtzeit dann mit. Alles andere wird wahrscheinlich so, was Haushalt angeht und so, im Schnelldurchlauf sein. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zugucken. Ich glaube, dieses Video wird wieder lang. Ich räume jetzt erstmal die Geschenke beiseite. Wir haben Besuch. Mein Bruder und mein Neffe sind da und Jascha hat ein Luftgewehr und ein Bogen mitgebracht. Und wir haben ja hier so viel Platz, die können hier richtig gut schießen. Und ich glaube, Christian ist nach Hause gekommen. Und wir haben ja auch ein altes Luftgewehr gehabt und Dirk hat es rausgeholt und versucht gerade hier ein bisschen sein Glück. So, ihr Lieben, mein Bruder ist weg, schon eine ganze Zeit lang. 16:30 sind die, glaube ich, weggefahren. Also über eine Stunde. Isabel ist wieder da, mein kleines Mädchen ist wieder zu Hause. Und das hier hat sie bei ihrem Seminar, das Thema war ja Do It Yourself, ne? Die haben dann alles Mögliche selbst gemacht, auch gekocht und so. Und diese Schürze, die hat Isabel mir zum Geburtstag genäht. Guckt euch das an. Das hat Isabel selbst gemacht. Sie hat noch nie in ihrem Leben irgendwas genäht, ne? Außer per Hand mal dieses Nadelkissen in der Schule. Ja, und dann habe ich noch von ihr so einen von Essie Nagellack gekriegt. Ja, mein kleines Mädchen ist wieder da, ich habe mich so gefreut. Aber sie ist total erkältet, weil das Haus war, ja, die sagt, das war ja, zugig und kalt, auch mal nachts vor allem und so. Also ein ganz altes Haus und jetzt ist sie mit nach Hause gekommen, ist total erkältet. Und Rafi hat, ging eigentlich schon gestern, vorhin, als mein Bruder noch da war, auf einmal, also der war auf einmal käseweiß, ne, der Kleine. Hat Kopfschmerzen gekriegt und irgendwie ein bisschen später lag er schon im Badezimmer auf dem Fußboden.
um die Kloschüssel. Ne? Also keine Ahnung, Blutdruck muss ich ihm mal messen, jetzt gucken, ob da irgendwas ist oder einfach nur von der Erkältung. Auf jeden Fall, ja, das ist hier gerade so ein bisschen drunter und drüber, aber nichtsdestotrotz habe ich noch, den habe ich euch ja schon gezeigt, den jetzt gerade fertig gemacht für die nächsten Tage. Wir haben ja mit meinem Bruder und meinem Neffen, also wir hier in der Küche, alle die anderen Torten, alle drei schon angeschnitten. Das heißt, ich weiß gar nicht, was ich morgen mache, wegen Happy Birthday und Kerzen und so weiter. Haben wir gar nicht gemacht heute. Wenn der Kuchen fest genug wird, muss eigentlich fest genug werden, weil ich dann noch ja, den diesmal ein bisschen besser gemacht habe. Muss ich den wohl nehmen als Geburtstagskuchen, also wenn die Familie da ist. Ja, ich habe hier schon nebenbei Borscht gekocht, ne, als mein Bruder weg war. Fleisch habe ich schon gestern angefangen zu kochen. Der ist schon fertig und hier kocht, weil ich weiß, dass meine Schwester kein Borscht essen wird, kocht so eine Kartoffel-Rote-Beete-Suppe, also Cremesuppe mache ich gleich auch noch fertig. Aber Cremesuppen habe ich euch schon sehr oft gezeigt. Also ich glaube nicht, dass ich das nochmal zeigen muss. Einfach alles, was ihr lustig habt, ne, was ihr da jetzt drin haben wollt. Kurz anbraten, kochen, pürieren, abschmecken, wie auch immer. Ne? Also guckt euch die anderen Videos dazu an. Ich stehe jetzt hier und möchte auf jeden Fall 2 Dips machen für morgen. So Richtung Kräuterquark. Weil ja, ich auch noch rohes Gemüse, so halt Rohkost hinstellen möchte und nicht nur Kuchen. Und das machen wir jetzt einfach. So, und zwar mache ich jetzt einen Dip mit Avocado. Ich habe jetzt hier 2 Avocado. Ich weiß nicht, ob ich beide jetzt nehme. Auf jeden Fall nehme ich jetzt Avocado und gebe die hier rein in diesen Zerkleiner rein in den Mixer oder eben in die Küchenmaschine, kann man das natürlich auch machen. Ich habe jetzt gedacht, ich lasse der Bertha heute eine Pause. Und ich denke, 1,5 Avocado reichen, so viel will ich ja nicht machen. Ich gucke jetzt mal erst. Dann habe ich hier so ein riesiges, eigentlich fast schon eine Zwiebel, Solo-Knoblauch. Und davon nehme ich nicht alles, also das wird auch viel zu viel. Ein bisschen was rein, wird sonst zu knoblauchig. Und schredder das Ganze jetzt einmal klein. Und dann kommt nur noch Quark, Frischkäse, ein bisschen Joghurt oder Creme leicht rein, Salz, Pfeffer, aber ich zeige das euch alles. So. Einfach mal erstmal klein machen, pürieren, ne? Das haben wir jetzt alles schön gemusst, ist noch ein bisschen grobe Stückchen dabei, aber ist nicht schlimm, wird ja noch kleiner. Dann Quark, habe ich ja gerade schon gesagt, diesmal mache ich mit Quark. Ich habe schon mit allen möglichen ausprobiert, mit Ziegenkäse mit bei, also ich meine Frischkäse mit Ziegenkäse dabei, ne? Und sonst was. Ist alles super lecker. Also man kann da wirklich rumexperimentieren, wie man lustig ist. Ein bisschen Zitronensaft muss auf jeden Fall auch rein. Komm. Dann ein bisschen Creme leicht oder Joghurt, damit es etwas cremiger ist. Salz auf jeden Fall. Pfeffer und dann Kräuter, die ihr mögt. Ne? Also sei es nun jetzt Dill oder ich meine, frische werden natürlich viel besser. Ich nehme jetzt getrockneten, deswegen passt das, dass ich das heute mache, weil ja, bis morgen kann es ein bisschen ziehen. So, na komm. So, und jetzt nochmal ordentlich mixen. Ja, eigentlich fast, aber noch nicht ganz. Also irgendwie sind da noch etwas grobe Stückchen Knoblauch dabei. Aber schmeckt gut. Muss jetzt noch ein bisschen Salz dazu geben. Doch eine Runde einfach mal durchmixen.
Ja, das sieht jetzt richtig gut aus. Ich mache jetzt dieses hier weg und wasche das gleich ab. Mmh. Total lecker. Dip Nummer 1 ist fertig. Ich fülle das nachher um und mache Deckel drauf und bereite jetzt alles für den anderen Dip vor. Jetzt geht es mit dem Dip Nummer 2 weiter. Ich habe jetzt hier nur ein bisschen Knoblauch. Das wird alles viel zu viel. Ich habe viel zu großes Teil da jetzt genommen. Und dann einfach mal Quark dazu. Nehme jetzt einfach den Rest hier. So. Und mixe einmal durch. Einfach nur, um den Knoblauch auch ein bisschen zu schreddern. Ja, dann wieder mal ein bisschen was von Schmand oder Creme Leicht. Also ich verzichte auf Sahne. Man kann normalerweise dann auch halt ein bisschen Sahne aufschlagen und reingeben. Ist auch total lecker. Ja, und jetzt noch ein bisschen was, Moment, ein bisschen was von Philadelphia Kräuter mit rein. Ja, so auf diese Menge eine halbe Packung. Natürlich Salz und Pfeffer. Ein bisschen Zitronensaft gehört auch noch mit rein. In diesen Dip gebe ich tatsächlich noch einen kleinen Schuss, tatsächlich so ein Teelöffelchen Öl rein. Dann, ich mache es mir heute einfach. Ja, ist schon, was haben wir denn jetzt gleich? 6 Kräuterquarkgewürz von Just Spices. Also, das ist keine Werbung, habe ich mir selbst gekauft. Ja, einfach mal ein bisschen was davon rein. Und noch ein bisschen Dill. Und jetzt noch einmal alles schön durchmixen. Ja, und das ist jetzt auch schon alles. Jetzt ist es fertig. Ich probiere einmal. Schmeckt sehr gut. Man könnte rein theoretisch noch ein bisschen mehr Quark reinmachen. Muss man aber nicht unbedingt. Also das ist jetzt wirklich sehr, sehr lecker geworden. Genau. Das wandert jetzt einfach mal in den Kühlschrank. Egal, ob wir morgen jetzt nur einen Rohkost dazu haben oder ob wir noch vielleicht doch abends grillen, passt das wunderbar beides auch zum Grillfleisch. Und ja, ansonsten ist das tatsächlich auch gewesen. Ach so, ich habe euch gar nicht gezeigt, was mein Bruder mir geschenkt hat. Also mein Bruder hat mir Blumen geschenkt. Und eine riesige Schachtel Merci Pralinen. Und dann hat er einfach auch noch eine Flasche Weißwein mitgebracht. Genau. Blumen, die werde ich einfach mal gleich als Foto hinten reinstellen. Und ja, das war jetzt mein Geburtstag. Also das war heute wirklich, ja, ziemlich unspektakulär. Bis auf das Geschenk von meiner Familie. Ich bin hin und weg. Muss mich jetzt noch damit befassen, also so schnell kommt jetzt kein Video mit der neuen Kamera erstmal, ne? Weil erstmal muss ich gucken, wie das Ding funktioniert, was es alles kann, was ich damit machen kann und so weiter. Aber wenn es soweit ist, dann werden wir gucken. Ich werde das auf jeden Fall ansagen, wenn ein Video mit der neuen Kamera aufgenommen wurde. Und dann werden wir sehen, wie das wird. Also ich kann mir heute den ganzen Tag das Grinsen nicht aus dem Gesicht wischen, obwohl ich eigentlich tierische Schmerzen habe, aber ich grinse wie sonst was, weil ja, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe schon gesagt, ich habe die bekloppteste, liebste, coolste, wundervollste Familie der Welt. Also ja, die haben einfach zusammengelegt, also Christian und Dirk, ne, das ist von meinen beiden Männern. Und haben mir eine neue Kamera gekauft. Ich grinse wieder. Aber ich denke, ihr versteht mich, ne? Meine Freude. Ja, ihr Lieben, morgen kommt Besuch, übermorgen kommt auch Besuch. Meine Cousine hat sich gestern gemeldet, die kommt morgen doch nicht,
weil die selber irgendwie doch auf einmal überraschend Besuch kriegen. Die kommt am Sonntag mit dem Kleinen und dann kann auch wahrscheinlich Arthur, also ihr Mann, auch mitkommen. Ja, aber morgen kommt meine Mama und meine Schwester mit Freund und Kind und meine Tante, also mein Onkel mit seiner Frau, also mit meiner Tante, kommen auch noch dazu. Also morgen wird die Bude auch voll sein. Deswegen, falls kein Buchvideo kommt, wisst ihr warum. Ne? Also wir sind hier noch am Geburtstag feiern. Genau. So sieht's aus. So, und an dieser Stelle verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonniere nicht vergessen, wer mag. Ich bedanke mich auch ganz herzlich fürs Zuschauen, für die ganzen herzlichen Glückwünsche zum Geburtstag, die mich bis jetzt schon erreicht haben. Das ist so toll. Ja. Das ist ganz lieb von euch. Ich bin total glücklich, dass ich so eine schöne Community habe. Ich werde jetzt mir Döner bestellen. Das war mein Geburtstagsessen-Wunsch für heute. Und ansonsten dann eventuell mich noch in die Badewanne packen. Ja, und euch sage ich nur, bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.